Und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia, Warrior Within. Wie so oft irgendwann mitten in der Folge, während der Folge natürlich, ist mitten in der Folge, am Anfang der Folge und sowieso immer, komme ich mit einem kleinen Anfangsteil, um nochmal wieder auf ein altes Thema zu sprechen zu kommen, League of Legends. Also, ich werde das einfach hier nur so lang laufen, also nichts Schlimmes. Nichts, was man noch nicht einmal gemacht oder gesehen hätte. Naja, auf jeden Fall, League of Legends hatten Slay, Black Commando war das genau. Hatten wir uns mal überlegt zu Let's Playen. Tja, und das Schönste ist natürlich, ihr könnt da mit uns spielen. Um es genau zu sagen, wir sind drei, vielleicht sogar vier, weil noch ein weiterer dazukommen möchte. Tja, und diese vier. Und dann können noch sechs Zuschauer mit uns spielen. Und natürlich, schreibt mich an bei YouTube. Ich bin... Und es wird jeder spielen, der mich anschreibt. Und außer natürlich sind irgendwann über 100. Hey, hier gäbe es noch eine Waffe. Aber hier, wir haben ja das gute Schwert. Naja. Außer es gäbe natürlich über 100. Naja, aber auf jeden Fall, jeder wird spielen. Jeder wird dann auch damit im Let's Play drauf sein. Und ich werde jedem dann einen Link zur Playlist schicken. Da dann wahrscheinlich Black Commando ebenso... ich das auch mehr wird. Erlaubt, im Buch der Zeit gesehen zu haben. Ha, der Kuh. Dann wisst ihr, dass ich keine Wahl habe. Es gibt immer eine Wahl, Kailina. Dann wähle ich das Leben und ihr bekommt den Tod. Oh, jetzt müssen wir doch gegen sie kämpfen. Ich will euch nicht töten. Auch wenn ihr nicht wollt, ihr werdet mich töten. Das Buch der Zeit verlangt es. Nein, Kailina. Ihr könnt euer Schicksal ändern. Ich habe es getan. Eine schreckliche Bestie wollte mir das Leben nehmen. Doch ich habe gesiegt und... Was ist das? Nein! Ist das möglich? Wir der Hacker. Ich habe verhindert, dass Kailina in der Vergangenheit stirbt. Es ist kein Sand in der Sanduhr. Und kaputt gemacht. Es ist Kailina, die nicht in dieses Buch der Zeit gehört. Die Bestie ist nun hinter ihr. Ich habe sie hergebracht. Und dann zum Tode verurteilt. Ich muss sie retten. Ist alles deine Schuld! Ist das möglich? Dieses Schwert scheint mich vor dem Dahaka zu schützen. Das Waffenschwert. Dieses Biest doch nicht so unbesiegbar. Hi, Dahaka. Und Peng, 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 Peng. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Wow, heftig. Aber naja, wir haben ein paar Lebenspunkte mehr. Macht nichts. Ah, verdammt. Tja, ich weiß nicht, wo ich hingehe, wa? Na, ich hab einen Bug. Komm, geh einfach sterben, geh einfach sterben. Du scheißer Hacker. Kacke, gleich habe ich keinen Sand mehr, aber gleich ist er auch tot. Und wir haben es geschafft. Wir haben ihn der Hacker kalt gemacht. Jawohl. Es ist geschafft.
mit der diversen Synchronisationsfehlern. Travis liegt. Naja. Aber wir haben den Naka nach einem kurzen, einfachen Kampf besiegt. Wie gesagt, der erste Kampf mit Shadi ist der schwierigste von allen. Oder wie auch noch der Kampf mit Kailina, wo ich den mit Shadi auch schwierigsten finde. Tja, schade, Naka. Also bei vielen anderen Let's Playern ist der Naka immer wieder da rausgesprungen, weil die die Zeit nicht verlangsamt haben. Ich bin froh, dass das nicht so ist. Aber ich werde das nicht sagen. Jetzt kommen nämlich erstmal schöne Videos. Und da sehen wir, das Schiff ist abgefahren, mit dem wir hierher gekommen sind, was wir auch einmal aus dem Garten heraus gesehen haben. Als wir das Wasser aktivieren mussten. Gemeinsam bauen wir dieses Schiff. Gemeinsam verlassen wir die Insel. Und gemeinsam... Sie ist fetter geworden. ...gehen wir nach Babylon zurück. Ja, mit einem schönen Umhang. Boah, ist auch leicht verpixelt. Babylon. Der Beginn des dritten Teil. Nur so nebenbei. Meine ich zumindest, oder weiß ich. Ein bisschen muss, ja, kam auch. Oh, tot. Die Kronen des Königs. Also, falls ihr es gerne wissen wollt, so macht man Kinder für unsere Jüngeren. Oder so wurde die auch gemacht. All eure Habe gehört rechtmäßig mir. Oho, ein dunkler Schatten. Wir können sein Gesicht nicht erkennen. Wenn die hier am Rummachen sind. Es ist ein vergebliches Unterfangen. Ihr könnt dem Schicksal nicht entkommen. Die Stimme kenne ich. Niemand kann das. Ist es dieser Maharaja am Anfang des zweiten oder am Ende des ersten? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, ich werde die Credits wahrscheinlich durchlaufen lassen, falls dann die Credits kommen, aber das hoffe ich ja wohl. Ja, ich werde die Credits durchlaufen lassen, also ansonsten könnt ihr nämlich in den nächsten Teil schalten. Ja, wahrscheinlich, also ich werde einen neuen Teil machen, in dem ich euch nochmal schön die gesamte Galerie zeige. Also der Endkampf, der war wirklich langweilig. Ich habe mir davon mehr erwartet. Ich wusste zwar, dass es gegen den Hacker ging, aber dass es wirklich so schlecht war. Nicht alles an Fred, also noch einmal. Ubisoft hat keine Schuld, also könnte man vielleicht versuchen darauf auszulegen. Aber naja. Das sehe ich eigentlich alles nur an Fred. Ich habe nämlich das Ganze vorher schon mal durchgespielt. Hehe. Ich habe gesagt 10 Minuten vorher. Weitere Programmierung. Data Manager. Animatoren. Die Sprecher will ich gerne wissen. Integration. Okay. Kampfkunstberater.